Die Ernte wird mager dieses Jahr. Ja, seitdem der König weg ist, ist irgendwie alles scheiße. Farosch, komm schon. Wir reden nicht über unseren König, kommt. Obwohl er sagt, die Armee anlagen ist. Ach, die Armee gibt ihr Bestes, aber die Adligen, die sitzen auf dem ganzen Geld. Wenn du meinst, der General hat keinen Finger gerührt. Jungs, kommt. Wir sind bald da. Wir sind bald bei der Baronin und dann wird das schon. Aber für den Moment, lass uns erstmal ein Lager aufbauen, okay? Glaubst du nicht ernsthaft, dass der General nichts macht? Ich meine, ohne ihn wäre das Land auch schon längst zerfallen. Jungs, können wir das nicht bitte irgendwann anders klären? Erstmal das Lager fertig. Das Einzige, was Argenstein noch zusammenhält, sind die Bauern, die ehrlichen Handwerker. Der General rührt keinen Finger. Ist ja auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, das Volk zu schützen, für das Volk zu kämpfen. Ich meine, er hat recht. Der alte König war nicht schlecht, aber er war jetzt nicht gerade volksnah. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Reicht es? Ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass irgendein König jetzt noch was verändern würde. Nein! Ist doch nicht dein Ernst, oder? Du willst mir doch nicht erzählen, du gehörst zu diesen Verrätern, zu dieser Befreiungsfront, oder? Es wird Zeit, dass das Volk die Macht ergreift. Dass wir gemeinsam regieren. Setz dich wieder hin! Du bist den Schmutz aus der Armee bereinigen! Steiner müssen zusammenkämpfen! Warum? Die Zeit der Könige ist um!